Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16. Yeah, unser King of the Ring. Und mein Gegner ist wieder wie immer der Onkel, Gamercheck EP. Huhu. Hallöchen. Na du, so, hab gehört, du mein lieber willst gefinished Freund. Werden. Genau, so, okay. Du kannst jetzt noch auf keine Seite gehen, weil ich muss dir sagen, denn du darfst mir jetzt einen Wrestler schenken. Oh, denn ich du darf hast dir die einen Wahl, Wrestler schenken. Denn du hast die Wahl zwischen Mark Henry ja. und Brock Lesnar. Mark Henry. Den nimmst du? Nein, also ich, ach, ich habe die Wahl, wen ich nehme. Ich nehme Brock Lesnar. Okay, gut, dann musst du rüber zu mir, wo ich gerade war. Ja. Natürlich nehme ich Brock Lesnar, hallo? Du musst rüber, wo ich gerade war. Du bist ja, bin ich. Will ich eigentlich, aber... Jetzt. So, bin ich jetzt? Jetzt. Ich muss natürlich auch was wählen. Wo ist er denn? Baby Brock. Okay, Baby Brocke, das. Ja, da, ihr könnt euch noch erinnern, wo Brock Lesnar gewonnen hat. Hab ich noch gesagt, jetzt wird es ein krasses Match geben als nächstes. Also Kampf der Giganten. Und das ist das angesprochene Match. Na, das wird echt ein gigantisches Match. Ja, welchen nehme ich denn? Nehme ich den oder nehme ich den? Nehme ich den oder nehme ich den? Nehme ich den oder nehme ich den? Nehme ich den? Ist egal, ich hau alle weg. Dab, da, da, du, dab. Brock Lesnar ist schon krass, ja. Ach komm, ich nehme mal den. Oder? Oh, scheiße. Hm. Was? Sinnlos. Ich will beide sehen. Ah, den 86er. Nee, ich nehme den. Der fliegt sowieso raus bei Brock Lesnar, also. Ah, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht vorausbeschwören, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ein gigantisches Match. Der Ringboden wird beben. Das nächste wird auch sehr spannend. Aber naja, das sieht er ja dann morgen, aber jetzt geht erstmal das hier los. Ich will es erstmal gewinnen. Und dann schauen wir weiter. Weil Brock Lesnar würde ich ungerne verlieren, muss ich ganz spontan sagen. Ungerne. Let's get ready to rumble! Kling, 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 kling. Ich dachte, wir machen hier unser Kräftemessen. Rivano, du begreifst es manchmal nicht, ne? Manchmal funktioniert das nicht. Ich habe genauso greifen gedrückt wie du und er hat dich aber rumgeschmissen. Also, na gut. Funktioniert das auf Deutsch gesagt nicht. Dann ist es halt so, wenn du das sagst. Aber guck mal, kann ich auch. Bam! Ja, und jetzt normalerweise hätte er nämlich auch gegriffen bei dir. Hat er aber auch nicht gemacht. Von daher. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Wir sind gar ineinander gerannt, wie geil. Herrlich. Ja, natürlich. Geh mit dir spazieren auf der Schulter. Oh. Aua. Mensch. Da hat mich die schwarze Perle rausgeworfen. Ich komm mal wieder rein. Sehr nett von dir. Oh. Ich bin bloß ein Bild geflogen. Oh, der Schultermove, der ist ganz gefährlich, habe ich gehört. Weißt du noch, der Spock-Würgegriff? Ja, warte, komm mal runter. Ey, wieso kann ich den nicht runterhauen? Ich eher war er tritt mich einfach weg, so wie eine Lusche. Ach, yo. Oh, der Mark Henry, ey. Der haut mich hier ganz schön zu Klump. Ja, Brock Lesnar. Oh. Kann ich auch, kann ich auch. Nein! Und dann macht er sowas hier. Boah, jetzt covert er auch noch. Jetzt will er es wissen. Ja, also der Typ raus haben. Bam! The Beast is coming. Boah. Du dicken Mann, ey. Ah, er haut ab, okay. Er feiert draußen, ich feiere im Ring. Komm hoch. Ach, jetzt fuchtelt er wieder rum. Natürlich. Oh, ein Tischchen holt er. Ein Tischchen. Da. So, was hat er denn da? Ein Tischlein. Tischlein deckt dich. Kann man ein bisschen Schmerzen zufügen, den Arm. Mhm. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wie kann ich den Tisch nochmal aufheben? Oh Mann, ich bin ein bisschen raus. Einmal kurz dich ausschalten.
Ah, bleib liegen. Und damit nochmal drauf hinstellen. Ah ja. Oh Mann, der braucht jetzt 10 Stunden für so einen Tisch. Shit. Aber verkehrte Richtung. Wollte dich eigentlich in die andere Richtung slammen. Sag ich mal. Oh, den wollte ich im Tisch machen. Komm bitte auf den Tisch. Ah, zu weit weg. Schade. Alter. Schade. Aber ich probiere mal was. Vielleicht klappt es. Nee, und zwar möchte ich gerne den Finisher durch den Tisch. Er wirft dich ja eh zur Seite. Kann passen vielleicht, wenn du nicht blockst. Und ja, ja! Ach, schade, schade. Ich habe leider die Orientierung verloren. Eins, zwei und... Ja! Ja! Das war jetzt eine schokoladische Abfertigung. Ich hätte noch ein bisschen rumspielen können, aber ich habe Angst, den Progressor zu verlieren. Das ist im Moment noch so meine Krönung, weil ja leider Undertaker raus ist. Außer ich habe die Chance, mit denen nochmal zu holen. Nee, du hast genug Wrestler, die weitergekommen sind. Also, ja, aber Runde. War ein gutes Match, oder? Meine Fresse, ey. Ja, na klar. Aber es fängt schon wieder so an, dass ich wieder so vernünftig. Ach so, Onkel! Onkel, ja! Ja, gibst du gerade wieder das Loch? Ja, mach ich. Er steht schon mit dem Fuß drin. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich habe ja gehört, Onkel sagte schon, es wird ein hammerhartes Match wieder. Ich bin gespannt, wen ich spielen darf. Und wenn es euch doch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Schaut mal bei Gamercheck LP vorbei, bei mir Revano LP. Und dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Bis morgen. Ciao. Tschüss.